Avocado-Leute, ich hoffe, es sommert sehr bei euch und ihr seid bisher noch nicht weggeschmolzen. Herzlich willkommen in meinem neuen Avocado-TV Sommer-Special 2024. Heute beschäftigen wir uns mal mit einer relativ neuen wissenschaftlichen Hypothese, die der klassischen Theorie der Peak-Oil-Theorie entgegensteht. Es handelt sich dabei um die Vorstellung der abiotischen Entstehung von Erdöl und Erdgas. Im Folgenden möchte ich also kurz diese beiden gegenüberstehenden Hypothesen bzw. Theorien etwas näher erläutern. Die Theorie von Peak Oil basiert auf der Annahme, dass Erdöl eine endliche Ressource ist, die irgendwann erschöpft sein wird. Diese Vorstellung geht auf den amerikanischen Geologen M. King Hubbard zurück, der 1956 das Hubbard-Peak-Theorie-Modell entwickelte. Er sagte voraus, dass die Erdölförderung in den USA in den frühen 1970er Jahren ihren Höhepunkt erreichen würde, was sich als zutreffend erwies. Das Modell berücksichtigt, dass die Ölproduktion einen glockenförmigen Verlauf folgt. Sie beginnt langsam, steigt exponentiell an, erreicht einen Höhepunkt und fällt dann ab. Geologen und Ökonomen haben seitdem verschiedene Modelle entwickelt, um den globalen Zeitpunkt von Peak Oil vorherzusagen. Diese Modelle berücksichtigten Faktoren wie die Entdeckung neuer Ölreserven, technologische Fortschritte in der Ölgewinnung und Veränderungen im Ölverbrauch. Trotz dieser Bemühungen gab es verschiedene Meinungen und Unsicherheiten bezüglich des genauen Zeitpunkts von Peak Oil. Einige Experten glauben, dass Peak Oil bereits erreicht oder überschritten wurde, während andere argumentieren, dass neue Entdeckungen und Technologien den Höhepunkt hinauszögern könnten. Bei dem Ausdruck Experten sagen oder Experten meinen, werde ich ja manchmal etwas misstrauisch, aber wie ich auch immer sage, letzten Endes kann nur die Zeit sagen, wohin der Weg führt. Diese potenziellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen nach dem Erreichen von Peak Oil sind beträchtlich. Steigende Ölpreise können die Kosten für Transport, Produktion und Konsumgüter erhöhen, was zu Inflation und wirtschaftlicher Instabilität führen kann. Außerdem könnten geopolitische Spannungen zunehmen, da Länder um die verbleibenden Ölreserven konkurrieren. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird oft die Notwendigkeit betont, alternative Energiequellen zu entwickeln und den Übergang zu einer nachhaltigeren Energiewirtschaft zu beschleunigen. Dieser Theorie steht nun ein neuartiger, sagen wir mal Konkurrent gegenüber, nämlich die Hypothese der abiotischen Erdgas- und Erdölgenese. Diese basiert im Wesentlichen auf drei Argumenten. Punkt 1. Tiefe Ölvorkommen. Ölvorkommen in großen Tiefen liefern Hinweise auf die abiotische Theorie der Ölentstehung. Solche Vorkommen befinden sich oft weit unter den Schichten, in denen fossile Überreste existieren können. Ein markantes Beispiel hierfür sind die Bohrungen im Siljan-Krater in Schweden, wo Öl in granitischen Gesteinen entdeckt wurde, die keine fossilen Überreste enthalten. Diese Gesteine gehören zur Erdkruste und sind Milliarden Jahre alt, was die Möglichkeit ausschließt, dass fossile Überreste die Quelle des Öls sein könnten. Zudem zeigen geologische Studien, dass solche Tiefen hohe Drücke und Temperaturen aufweisen, die die Bildung von Kohlenwasserstoffen aus anorganischen Materialien ermöglichen könnten. In einigen Fällen wurden auch Ölvorkommen in ultratiefen Gesteinen gefunden, die von tektonischen Kräften tief in die Erdkruste befördert werden. Diese Funde unterstützen die Hypothese, dass Öl durch geochemische Prozesse im Mantel oder der tiefen Kruste entstanden sein könnten. Die Bohrungen in der Kola Super Deep Borehole in Russland, die bis zu 12 Kilometer tief gingen, zeigten auch unerwartete Anzeichen von Methan, was auf eine mögliche abiotische Entstehung hindeutet. Man kann also sagen, dass das Vorhandensein von Öl in tiefen geologischen Strukturen ohne fossile Überreste darauf hinweist, dass abiotische Prozesse eine Rolle bei der Entstehung von Erdöl spielen könnten. Dies stellt also die traditionelle Theorie, dass Öl hauptsächlich aus fossilen und organischen Materialien entsteht, in Frage und eröffnet die Diskussion für alternative Erklärungen. Punkt 2. Laborergebnisse. Experimente haben gezeigt, dass Kohlenwasserstoffe unter extremen Bedingungen, die im Erdmantel herrschen, synthetisiert werden können. Diese Bedingungen umfassen hohe Temperaturen und Drücke, die die Bildung von Öl und Gas aus anorganischen Materialien ermöglichen. Forscher haben in Laboren nachgewiesen, dass Methan und andere Kohlenwasserstoffe durch chemische Reaktionen zwischen Wasserstoff und Kohlenstoff unter solchen extremen Bedingungen entstehen können.
Diese Prozesse wurden durch Hochdruckexperimente simuliert, die ähnliche Verhältnisse wie im tiefen Erdmantel schaffen. Ein bedeutendes Experiment wurde von den russischen Wissenschaftlern N.A. Kudrasjew und V.L. Linetsky durchgeführt, die gezeigt haben, dass Kohlenwasserstoffe unter hohen Druck- und Temperaturbedingungen aus anorganischen Materialien synthetisiert werden können. Diese Ergebnisse unterstützen die abiotische Theorie und deuten darauf hin, dass ähnliche Prozesse in der Tiefe der Erde stattfinden können. Weitere Experimente zeigen, dass Methan, das einfachste Kohlenwasserstoffmolekül, unter geologischen Bedingungen durch Reaktionen zwischen Eisenoxid, Wasser und Kohlenstoffdioxid gebildet werden kann. Diese Experimente verwenden oft Hochdruckzellen und Lasererwärmungstechniken, um die extremen Bedingungen im Erdmantel zu simulieren. Methan auf anderen Planeten. Methan, ein Hauptbestandteil von Erdgas, wurde auf mehreren Planeten und Monden in unserem Sonnensystem entdeckt, die keine bekannten Lebensformen aufweisen. Beispielsweise enthält die Atmosphäre des Saturnmondes Titan erhebliche Mengen an Methan, das sich in Seen und Flüssen auf seiner Oberfläche ansammelt. Ebenso wurde Methan in der Atmosphäre des Jupiters nachgewiesen. Diese Entdeckungen legen nahe, dass Methan nicht zwangsläufig biologischen Ursprungs sein muss. Stattdessen könnte es durch abiotische Prozesse entstehen, wie sie möglicherweise auch tief im Erdmantel ablaufen. Auf Titan, der eine dichte und stickstoffreiche Atmosphäre besitzt, kann Methan durch photochemische Reaktionen abgebaut werden. Dennoch bleibt der Methangehalt konstant, was auf eine kontinuierliche Nachlieferung hinweist. Dies könnte durch hydrothermale Prozesse oder chemische Reaktionen im Innern von Titan erfolgen. Ähnlich zeigen auch die Methanausbrüche auf dem Mars, dass geologische Prozesse ohne biologische Beteiligung Methan erzeugen können. Man kann also zusammenfassend sagen, dass Methan durch eine Vielzahl von geologischen Prozessen entstehen kann, unabhängig von der Präsenz von Leben. Dies unterstützt ebenfalls die abiotische Theorie, demzufolge Erdgas auf der Erde ebenfalls durch nicht-biologische Wege gebildet werden kann. Ich möchte hierbei zusammenfassend folgendermaßen kommentieren. Es handelt sich bei all dem keineswegs um einen Beweis für irgendetwas, doch gleichzeitig ist diese neuartige Form von Betrachtung eben nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, sondern basiert nachweislich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und an dieser Stelle gebe ich den Ball einfach mal an meine werten Zuschauer ab und frage, was haltet ihr von all dem? Gerade in der heutigen Zeit sollte man eben gelernt haben, dass Expertenmeinungen nicht immer eine bare Münze sind. Insbesondere sollte man dann misstrauisch werden, wenn es um ein Geschäft wie Öl oder Erdgas geht, wobei ja nun einmal ziemlich viel Geld mit im Spiel ist. Da ist es leicht vorstellbar, dass man sich einen Experten ganz einfach kauft, der dann eine bestimmte Idee und Vorstellung vorgibt, sodass man weiterhin sein Geschäft aufrechterhalten kann. Denn ihr wisst ja, wie ich an der Stelle immer sage, nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist. Wir sehen uns gleich im nächsten Segment.